Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und ja, damit herzlich willkommen zu einem Part zu Splatoon 3, dem Story-Modus. Ja, bevor wir darauf eingehen, ein paar von euch wird es schon aufgefallen sein, mein Avatar hat sich seit dem letzten Mal ein bisschen verändert. So wird mein Avatar jetzt ab sofort aussehen. Bin zum Halbdämon geworden. Bösesseitig rausgekommen. Dazu werde ich noch ein Spezialvideo irgendwann machen. Also, ja. Ab sofort ist es dieser Avatar. Freue dich drauf. Jetzt sieht mein Avatar ein bisschen spezieller aus. Ja. Ich habe jetzt schon beim Splatfest gesagt, dass der Story-Modus nur auf YouTube kommen wird und das werde ich jetzt auch tun. Wir gehen in den Story-Modus rein. Wir gehen jetzt hier rein. Und das wird hoffentlich richtig lustig. So, ich verschiebe mich eben ganz kurz. Und dann genießen wir Story. Hey, hast du was gegen meine Rasse? Für die, die es nicht wissen, ich habe einen Octoling genommen. Okay. Ja, der riesen Elektrowelt fehlt mal wieder. Jedes Mal aufs Neue wird der gekidnappt. Ja, dass dir nicht fehlen geht, das sieht man. Ich lasse mir das doch nicht entgehen, die Welt zu retten. Ich bin jetzt die Nummer 3. Oh, neue Kleidung. Hat mein Simonid auch einen Anzug bekommen? Mein kleiner Freund. Ja, der ist fällt genug. Ja, Leute. Der Story-Modus. Ich weiß nicht, wie viele Folgen das werden. Für die, die die Community-Streams oder die offiziellen Online-Runden sehen wollen, guckt auf Twitch. Da wird es diese geben. Ich rede jetzt erstmal mit dir. Schießen, schießen und noch mehr schießen. Ja, ich weiß Bescheid. Sieht gut aus. Hat sich kein Stück verändert. Oh, ich arbeite mit meinen kleinen Kameraden hier. Was macht der? Was genau tut er? Ich kann meinen Salmoniden werfen. Ich dachte, er wäre nur Deko. Unser erstes Level. Flauschplasma versperrt im Weg. Sowas nimmt man einen Flauschkern. Das Ding müsste man ja irgendwie zum Platz bringen. Ja, dafür muss ich das Level machen, ne? Oder kann mein Kollege da helfen? Nö. Das ist übrigens Klein Sunny, so nenne ich ihn mal. Ah, da. Da ist das Rätselslösung. Hier ist das Level, Entschuldigung. Läuft, ne?
Im Übrigen nicht verwundern, bei 2 Folgen von Shin Megami, die restlichen Kirby-Folgen und die nächsten 5 Monster Hunter-Folgen ist noch der alte Avatar. Weil die hatte ich da schon aufgenommen, bevor ich den Avatar geändert habe. Okay, ich habe so eine Superschlagwelle. Und diese Woche kommen übrigens nur Splatoon-Videos. War schlau, erst den Weg nach oben wegzumachen. Mal im Ernst, was macht mein kleiner Salmoniden-Freund? Machst du Kisten kaputt? Er beleuchtet auf jeden Fall. Er möchte mir irgendwas mitteilen. Ich werfe ihn einfach mal auf eine Kiste drauf. Komm, mach was. Ja, er macht Kisten kaputt. Okay. Da muss ich bestimmt später noch richtig stark mitarbeiten. Und noch so eine Info. Normale Streams und Community-Streams werden auf YouTube ja nicht kommen, aber Splatfeste werden auf jeden Fall auf YouTube kommen. Das verspreche ich euch. Splatfeste werde ich hochladen. Ich werde für Story-Modus und Splatfest aber verschiedene Playlisten machen. Diese Kugelfische, die kenne ich noch aus dem alten Teil. Einfach draufschießen, platzen und alles, was drumherum ist, geht kaputt. Die praktisch, die Dinger. So, jetzt haben wir aber genügend Informationen hier gemacht. Möchtest du vielleicht die Kiste für mich kaputt machen? Ich helfe dir. Oh, Rüstung. Ah, für solche Felder habe ich den Salmoniden, ne? Okay, gut zu wissen. Mein Salmonid ist nicht nur Deko. So, ich habe mich nur ein bisschen eben kurz angepasst. So, wir müssen links noch einen Weg machen. Ich muss da hoch. Ich sehe schon. Am besten alles mitnehmen. Komm gerade so nicht hoch. So. Oben angekommen. Salmini, du machst die Kiste, ich mach die da. Natürlich hast du es nicht bis zur Kiste geschafft. Kann er für mich auch Schalter drücken? Nein, der kann nur die Klippe runterfallen. So viele leckere Ballons. Los, mein kleiner Salmi. Ich frage mich, ob der auch Gegner fertig machen kann. Da ist unser erster Mini-Welt, oder? Da vorne. Oh, der erste Gegner. So, mal gucken. Kannst du kämpfen? Ja, er kämpft für mich. Okay, er ist sehr nützlich. Ich habe bisher nicht einmal die Superfähigkeit eingesetzt. Außer am Anfang. Ich werde jetzt ruhig beide Kisten kaputt machen können. Ja, und das war das erste Level. Guck voll grimmig. Keine Ziege zum Finden oder habe ich es einfach komplett verpennt? Ich glaube, ich versuche so 2 Level pro Folge. Ich versuche es. Ich kann nichts versprechen. Wartet. Ich will mal gucken. Ne, momentan habe ich nur die Karte.
Wie kriege ich das weg? Ach, ich kann ihn mit Fischeiern stärken. Kann ich das auch im Level machen? Der hat den Kern einfach gefressen. Okay. Guten Appetit. Oh, da muss ich ja richtig viele wegfuttern. Hier sind ja auch direkt welche gewesen. Oder nicht? Nee, das sah nur so aus vom Weiten. Da steht auch bei, wie viele von diesen Eiern das kostet. Da ist auf jeden Fall das nächste Level. Wie viel kostest du? 100. Ein Stück Spinkdeko, danke. Sowas nimmt man auch wieder gern mit. Folge der Tinte. Machen wir mal Level 2. Aber läuft doch bisher super. Ich habe aus dem alten Splatoon dieses Bedürfnis, einfach nach Secrets zu suchen. Oh, dieser Baum, der muss gefärbt werden. Ich kann ihn übrigens nicht hier drinnen füttern. Habe ich gerade ausprobiert. Ich springe sofort. Muss diese Kugeln einsammeln. Brauch sie noch. Ich kann mir immer noch gut vorstellen, dass hier irgendwo Secrets versteckt sind. Das sieht mir doch schon so aus. Hui! Hui! Zum Glück kann man sie auch noch abschießen. Die Musik, die ist einfach wunderschön, ne? Ich habe die Lampe gerade für ein Secret gehalten. Hol ihn dir! Wir machen den Typen jetzt fertig. Den machen wir rund, mein Salmini. Ha, den haben wir erledigt. Der hatte keine Chance. Guck grad nur, eventuell liegt hier ja noch irgendwo was. Da ist auf jeden Fall ein Gegner. Dich hab ich. Ha. Und da scheint nichts mehr zu sein. Okay, dann hier hoch. Oh, kurz Angst gehabt wegen der gegnerischen Tinte. Ich nehme sie alle mit. Keiner von ihnen wird entkommen. Okay, sehr, sehr easy. Diese Wand ist doch nicht ohne Grund hier so eingefärbt. Oh, da ist der Elektrowelz. Da komme ich gleich nochmal hin. Es wäre eine Abkürzung nach oben. Geschafft. Ja, die Level gehen relativ schnell.
Und damit haben wir noch einen Elektrowetz gerettet. Die sahen früher anders aus. Mit einem Spezialsensor. Okay, kriege ich neue Ausrüstung? Dann springen wir, mein kleiner Salmimi. Hier geht es noch sehr weit runter. Aber ich denke mal, die Story könnten wir, glaube ich, tatsächlich relativ schnell schaffen. So, das machen wir weg. Obwohl ich bezweifle, dass das hier die ganze Story jetzt sein wird. Das kleine bisschen hier, da kann doch nicht sein. So, das öffnen wir schon mal fürs nächste Mal. Machen wir hier im Weg nach oben schon mal frei. Und hoffe, dass ihr Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!